Zuletzt bei Hogwarts Legacy. Tief in den Ruinen der verbotenen Abteilung fanden wir ein weiteres Denkarium inklusive eines alten Buches. In diesem sahen wir erneut Percival Rackham, wie er mit einigen Kollegen und alter Magie ein Dorf vor einer Dürre beschützte. Zudem erfuhren wir, dass es vor einiger Zeit schon eine Schülerin gab, welche ebenfalls in der 5. Klasse erst nach Hogwarts kam und auch die Spuren der alten Magie sehen konnte. Professor Fig möchte sich das gefundene Buch noch etwas genauer angucken und wir widmen uns in der Zwischenzeit dem Alltag in Hogwarts. Freunde, die Aussicht hier ist wunderschön. Aber wir können hier leider nicht stehen bleiben und die ganze Folge hier verbringen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder zu Nutty gehen, denn sie möchte uns in einem Dorf etwas außerhalb von Hogwarts treffen, da sie mit uns über Rookwood und Ranrock sprechen möchte. Oder wir gehen zu Professor Hackett, die uns einen neuen Verteidigungszauber beibringen will. Ich muss sagen, mich reizt der Verteidigungszauber mehr. Ich finde diese Aufgaben der Lehrer sehr spannend, weil das erweitert unser Zauberportfolio. Und wir haben auch schon gemerkt, dass man über Nebenquests teilweise echt krasse Quests bekommt, wie zum Beispiel die mit der Haushaltstruhe. Das ist ja doch eine sehr, sehr, ich sag mal, relevante und große Quest, die man wirklich nur über so einen Nebenauftrag erhalten hat. Das heißt, das würde ich jetzt prinzipiell eher präferieren, sage ich mal. So, und dann schauen wir doch mal in unsere Aufträge rein. Professor Hacketts Aufgabe, exakt das möchte ich machen. Und dafür müssen wir nicht hier in den Kräuterkundeunterricht, da muss ich nicht hin. Wo ist denn die liebe Hackett? Muss ich da auf die Weltkarte? Nee, das glaube ich nicht, oder? Kann ich mir die auf der Karte markieren? Nee, entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Ah, lol! Das sind einfach so Aufgaben, die man im alltäglichen Spielen sozusagen freischaltet. Oh, das ist spannend. Und fünfmal Incendio wirken war auch eine davon. Okay, nee, dann werde ich ganz fleißig und viel rollen in den nächsten Kämpfen. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir doch zur Kräuterkunde. Das ist doch, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, diese Schulaufgaben zu machen, bringt uns immer sehr weiter, weil uns das auch beim Erkunden hilft. Und ich habe immer das Gefühl, nicht alles, was wir da lernen, ist, sage ich mal, Pflicht. Das heißt, alles, was nicht Pflicht ist, kann man halt auch easy verpassen. Und ich möchte nichts verpassen. Und hier ist noch eine wunderbare Handbuchseite, die wir mitnehmen können. Und hier ist gleich auch noch jemand. Da können wir doch mal gleich mal ein paar Handbuchseiten mitnehmen. Lachlan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß, warum. Okay, und warum hat man ihm eine Statue gebaut? Oder hat er die hier selber in Hogwarts aufgestellt? Was ist denn hier los? So, und hier drin scheint eine Truhe zu sein, oder? Der sprechende Spiegel. Okay. Der Spiegel quatscht einfach mit uns und sagt, wir sollen vorbeikommen. Und das mit einer sehr lusterfüllten Stimme. Schauen wir mal, ob hier irgendwo was ist. Da oben ist ganz viel los. Hier auch. Aber ich glaube, die Belohnungen und alles sind eher im Nebenraum, aber hier haben wir mal wieder ein Alohomora-Problem. Ja, auf das stoßen wir leider immer wieder. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir irgendwann in der Lage sind, hier die, wie soll ich sagen, unsere Schlösser im Schloss zu öffnen. So, jetzt muss ich erstmal das Gemäuer angucken, einfach nur, weil es wunderschön aussieht. Dieser Blick auf den Brücken ist, glaube ich, wirklich das Schönste im Spiel. Weil du einfach diese wunderbaren Strukturen siehst und das alles so groß und mächtig wirken. Das ist einfach so, einfach Wahnsinn, Freunde. Einfach Wahnsinn, wie schön dieses Spiel ist. So, jetzt sind wir auch, glaube ich, wieder in altbekannten Bereichen. Da war auch schon eine Flohflamme aktiviert, ne? Das heißt, wir waren hier schon unterwegs. Aber man weiß ja nie, ne? Es gibt immer wieder Momente, wo wir neue Dinge entdecken. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwas fliegt oder so. Da ist eine Greifenstatue, hier auch nochmal eine. Ein wunderschöner Brunnen, aber hier scheint doch nichts zu sein. Und ich meine, wir waren nur einmal ganz kurz in der Nähe vom Kräuterkundeunterricht, weil wir da diesen geheimen Keller suchen mussten, ne? Ah, und jetzt sind wir auch wieder in der Haupthalle. Okay. Ja, egal wo man landet. Warte mal, ich muss nochmal ganz kurz mir angucken, wo die Haupthalle auf der Karte ist. Ah, okay, hier. Das ist tatsächlich direkt vor den Gewächshäusern. Alles klar, das wird sozusagen so als Haupthalle dargestellt. Ich bin noch gespannt, wann wir mal so
in die große Halle kommen, ne? In die Festhalle. Da war ja nur am Anfang die, wie soll ich sagen, die Einsortierung in die Häuser. Und seitdem haben wir den Ort ja nicht mehr betreten, aber das ist ja fast, ja schon mit der ikonischste Ort im gesamten Spiel, würde ich mal behaupten. So sind hier irgendwo, Revelio. Weiß nicht, mich Revelio-Seiten oder so, nee. Liegt hier irgendwas? Nee, auch nicht. Das ist sehr, sehr entspannt. Da ist wieder Alohomora. Das haben wir aber nicht. Dann starten wir mal Kräuterkunde. Ist das Professor Garlic? Ja. Die sieht sehr hübsch aus. Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Da haben wir den Brief gefunden. Da haben wir den Brief gefunden. Hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Da haben wir den Brief gefunden von Professor Garlic, von der Tante. Zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Als ob. Akio. Direkt die Alraunen? Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Oh boy. What? Schnell! Setzen Sie Ihre Alraune in den neuen Druck und klopfen Sie die Erde fest! Ey, aber voll gut gemacht. Wie sie den Sound geändert haben, sobald sich die Schüler die Ohrschützer reingetan haben. Voll das geile Detail. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Das war der Unterricht? Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentisch einpflanzen. Ah, nein. Okay, ich dachte schon. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Ja, Professor. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche, Professor. Aus Hogsmeade mitgebracht. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Okay, ja, das mal klingt doch sehen, ganz, ganz wie gut. Wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abholen? Wird langsam Laune des Snifflers oder Rosen? Die Hälfte aller Briefe landet im Teich, hat gerade eine gesagt. Pflanzentisch freigeschaltet, okay. Wie Sie sicher aus Professor so, Diptam, 10 Minuten. Malvenkraut. Ah, das sind alle Sachen, die ich noch nicht habe. Okay, ich kann nur Diptam pflanzen. Okay. So, und in 10 Minuten können wir wieder kommen. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Ah, das brauchen wir für Heiltränke. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet.
ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay. Das ist so eine Art Wurfpflanzen? Hallo. Hey, was ich geht, Leander? Ich habe dich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Hier wären wir. Die Heilung. Alter, was der labert. So, hier ist noch Diptam, Malvenkraut. Los. Und hier ist der Kohl. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Okay, und wie? Ah, hier auf L1. Okay. Chinesischer Kaukohl, der ist es wirklich wie Granaten. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. What the hell? Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Glaub mir, Leander, das habe ich mir schon vorgestellt. Ach ja, ich meine, natürlich, mit dir ist nicht zu spaßen. Offensichtlich. Du bist ein Opfer. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Ich finde schön, dass die Gryffindors so einen nervigen Charakter bekommen haben. Das geschieht den Gryffindors recht. Die werden ja immer nur als die Heiligen und Guten und Unantastbaren dargestellt. Aber es ist, wer will schon Gryffindor sein, so? Schön reinfronten, Freunde. Okay, wir sind wieder da und ich habe die Granatenpflanzen rausgefunden. Daran, warum wir immer unsere 6 Minuten noch, okay. Sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Klopp. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ja. Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Ich gebe mein Bestes. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Das klingt doch nicht schlecht. Und da haben wir doch auch schon Kräuterkunde abgeschlossen. Das war sogar ein Hauptauftrag, das war kein Nebenauftrag. Wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss. Alter. Wie gesagt, ich finde es sehr angenehm, dass die Gryffindors hier diesen sehr nervigen Charakter bekommen haben. So, das ist ein komplett leeres Gewächshaus, oder? Oh, wie konnte ich denn die Truhe übersehen? Mit ein bisschen Kohle. Okay. Ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir gleich noch einen neuen Hauptauftrag bekommen. Was ist denn jetzt hier los? Hier scheint ja eins nach dem anderen. Ah, Zaubertränke kommt direkt als nächstes. Ja, ganz ehrlich, Freunde. Also ich meine, wenn wir jetzt schon Unterricht machen, dann lernen wir doch gleich einiges, weil damit ja auch unser Kampf besser wird. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir zu Nutty gehen, da in dieses Dorf außerhalb, dass wir eventuell den einen oder anderen Kampf absolvieren müssen. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich denke, gerade vielleicht, wenn wir möglichst schnell lernen, selber Megapower-Tränke zu brauen, weil ich habe nur noch 4 von denen, dann wäre das schon recht sinnvoll. Das
So, hier waren wir ganz kurz. Da ist wieder ein Hauself, der sich direkt verzieht. Warte mal, ist das nicht? Ich dachte gerade, das wäre unser Direktor. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. So, hier, ja, hier ist schon der Zaubertrankunterricht. Das ging sehr schnell. Aber hier ist ein Schlüssel. Hallo. Sehr schön. Den nehme ich doch gerne mit. Ah, und da ist auch schon der Schrank. Ja, der ist wirklich... Der ist nicht zu übersehen, würde ich sagen. So, ich hoffe, ich bin wieder schnell genug. Zack. Geschafft. Sehr schön. Und wir bekommen, ich glaube, die 5. Marke, oder? Gut, shit. So, hier brauche ich wieder Alohomora. Der Axt. Dieser blöde Zauberspruch, ne? Wie viel der uns blockt. Es ist zum Heulen. Okay, dann würde ich sagen, brauen wir ein bisschen. Oder warte, ich gucke mich erstmal vielleicht hier noch um. Gibt es hier irgendwas für mich zu tun? Ja, da vorne ist eine Handbuchseite. Hier liegt auch noch irgendwas. Das war eine Goldmünze. Ich bin begeistert. Aber ich habe hier vorne irgendwo eine Seite gesehen. Jawollo! Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen. Insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Krass, okay. Dann ist er nicht nur Lehrer, sondern auch so eine Art Zaubererkopf, ne? Rebellion. Oder er war es vielleicht. Weil ich glaube nicht, dass du neben deinem Beruf als Lehrer nochmal ab und zu, was weiß ich, den einen oder anderen Bösewicht jagen geht's. Aber guck mal. Wir kommen sogar hier rein. Memorandum, 31. Dezember vom Aurorbüro. Betrefft Borgen & Burks. Bei Borgen & Burks kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, dass wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein. Zusätzlich zu denen, die in den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Ah lol, Borgen & Burks, das war der Laden, wo im 6. Teil das Verschwindekabinett von Malfoy abgeholt wurde und dann auch gebaut wurde. Elegante, formale Schuluniform. Okay, da haben wir einen grünen Pfeil bekommen. Die scheint stärker zu sein. Ah, oh, aber ich kann sie noch nicht tragen. Okay, aber die ist auch nur um exakt einen Wert, einen Verteidigungspunkt besser und ich brauche ein deutlich höheres Level dafür. Aber nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Sehr gut. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Okay. Ich bin sehr gespannt, ob wir dazu richtig viel selber machen können. Verkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Und mörsern. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Bisschen Saft. 5 Tropfen. So, und einmal rühren. Ich glaube, das war im Zaubertrankunterricht sogar so, dass es wichtig war, ob man mit oder gegen den Uhrzeigersinn rührt. Glaube ich. Ich finde es auch geil, das Detail, dass er humpelt. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Weil er ja Auror ist. Oh, wir sind schon durch? Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut.
Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Also klauen. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Okay, ich mag seine Art zu unterrichten, ne? Dieses sehr, wie soll ich sagen, fordernde. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Warum ist das wieder ein Gryffindor? Gareth Weasley, ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Warte mal, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante, behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Auf der einen Seite würde es mich sehr interessieren. Auf der anderen Seite will ich jetzt... Also, ich glaube, ich würde es nicht tun, wenn ich im Real Life wäre. So, der Lehrer gibt mir die Erlaubnis, Zutaten aus seinem Büro zu holen. Und irgendein Random sagt, er will einen Streich spielen und wir sollen dafür den Lehrer beklauen. Nee, ich mach das nicht. Ich weiß nicht, Gareth. Ich will mich nicht mit Sharp anlegen. Ach was, Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Sharp merkt gar nicht, dass sie weg ist. Nee, sorry. Ich habe genug damit zu tun, die Zutaten für ihn zu besorgen. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Ah, ich verstehe. Ich lasse mir was einfallen. Weil ich glaube nämlich, dass unsere Taten schon Auswirkungen haben. Und auch wenn wir jetzt vielleicht was verpasst haben, könnte es dann so sein, dass, oh, schau mal den Fufa an. Oh mein Gott, sieht der süß aus. Ne, Straßenköterfell. Dass Professor Sharp uns dann später eventuell hilft. So, ne? Weil er dann, oder beziehungsweise, weil, wenn wir ihm jetzt irgendwie beklauen würden, er findet raus, dass wir sein Vertrauen missbraucht haben, dass er dann eben in Zukunft pissig auf uns ist. Also... unsere Entscheidung haben wir schon Auswirkungen. So, Tränkestation. So, da ist der Mega-Power-Trank, der braucht Horklumpsaft und Diptamblätter. Okay. Und da ist der Idurus-Trank. Eier, eine Aschwinderin und ein Straßenköterfell. Und dann gäbe es noch Felix Felicis. Da brauchen wir Flussgrasstamm und Florfliegen, haben wir einige. Okay, Idurus-Trank. Ah, es braucht doch 30 Sekunden nur. Okay. Und jetzt das Malvenkraut. So, dann würde ich sagen, warten wir doch da ganz kurz, das kriegen wir hin. Aber sehr schön, dass das klappt. Man hat ja, glaube ich, auch in den Trailern gesehen, dass man irgendwann so eine Art eigenes Lager aufbaut. Oh, boy. Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Ja, zu Recht, zu Recht. Nee, aber ich hoffe, dass man irgendwo so an einem Ort dann seinen Pflanzentisch hat, seine Tränkestation, dass man nicht immer nur durch halb Hogwarts laufen muss, nur um sich ein paar Tränke zu brauen. Ich habe einen Idurus-Trank gebraut, Professor. Wie schön, dass Sie sich diesmal auf die Aufgabe konzentrieren konnten. Ich sah Sie mit Mr. Weasley reden. Er kann recht überzeugend sein. Schön, dass Sie widerstanden haben. Ja. Gute Arbeit heute. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Sie können die Fupa-Feder behalten. Dieses Mal. Das wäre alles. Okay.
Interesting. Wie unsere Entscheidung hier Auswirkungen haben. Ne, wie jetzt auch gesagt hat, so, ich habe gesehen, dass ihr geredet habt und so und du hast widerstanden und so. Also, keine Ahnung, ob sie das irgendwann nochmal bezahlt macht oder ob wir jetzt quasi nur diese Feder bekommen haben. Ich weiß aber auch nicht, ob die Feder wertvoll ist, ob das jetzt was Cooles ist, was wir hier bekommen haben oder nicht. Ne, wir stehen ja noch ganz am Anfang unserer Reise. Es ist ja noch sehr schwer für uns, das einzuschätzen. Aber, wenn wir jetzt sowieso schon hier sind, dann würde ich sagen, düsen wir doch mal ganz kurz nochmal rüber zu Kräuterkunde und holen hier am Pflanzentisch unseren Diptam ab. Und dann können wir gleich nochmal neuen pflanzen. Weil dann können wir das quasi gleich nutzen. So, 5 Diptam-Blätter, sehr schön. Ah, und es wächst automatisch weiter. Da können wir jetzt immer wieder Diptam abholen. Ich verstehe. Cool. So, dann sollte das, glaube ich, alles passen. Theoretisch könnten wir jetzt halt in dieses Dorf spazieren. Oder wir gucken jetzt einfach nochmal ganz kurz nach, ob es auch noch was anderes für uns zu tun gibt. Nee, die Aufgabe, dafür müssen wir kämpfen. Ich glaube, wir können jetzt nur noch Nati treffen. Außer wir schauen mal auf die Karte, ob hier noch irgendwo eine Aufgabe ist. Nee. Ich denke, es ist nun unsere Aufgabe, Nati zu treffen. Dann wollen wir doch mal uns das Ganze markieren, weil ich auch gucken muss, wie ich aus dem Dorf rauskomme. Das ist auch noch wichtig. Und dann folge ich einfach mal dem Weg. Aber ich würde vorschlagen, wir laufen den. Weil wir gehen jetzt in ein komplett neues Gebiet, was wir so in der Art und Weise noch nie betreten haben. Okay. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir uns da nochmal alles ganz genau und in Ruhe anschauen. So, genau, da ist der Ritter, der verprügelt wurde. Genau, und hier geht es in den Haupthof raus, oder? Ja, richtig, genau. Hier sind wir nach Hogsmeade gegangen. Da vorne wäre auch das Quidditch. Sollen wir mal beim Quidditch-Feld vorbeischauen? Ich vermute, früher oder später wären wir da sowieso vorbeigekommen, aber so, es würde mich schon interessieren. Und was macht... Ist denn das Flohflamm? Ja! Rasen der Flugstunden. Oh ja, stimmt. Fliegen müssen wir auch noch lernen. Also das gibt's auf jeden Fall. Das weiß ich. So, ich muss mir jetzt einmal das Quidditch-Feld angucken. Auch wenn es kein Quidditch gibt, ich weiß... Aber das Feld müssen wir uns jetzt schon mal in seiner vollen Pracht anschauen. Einfach nur, weil es einfach so ein ikonischer Ort ist. Und ich habe sogar das Quidditch-Set aus Lego. Auch wenn das echt nichts Besonderes ist und ich mittlerweile keine Kaufempfehlung mehr für Lego aussprechen kann. In keinster Weise. Holt euch lieber andere Klemmbausteine. Die sind günstiger und besser. So, was geht hier ab? Ah, bestimmt, wenn ich fliegen könnte, ne? Könnte ich mir hier wahrscheinlich einen Besen schnappen oder so. Vielleicht gibt es so gewisse Orte, an denen man sozusagen einen Besen beschwören kann. Ich frage mich gerade, ob es hier halt irgendwo noch einen Zettel gibt oder so. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es im Quidditch-Feld keine Handbuchseite gibt, wenn ihr versteht, was ich meine. Kann ich da runter? Ja, kann ich. Ist hier irgendwas? Und vor allem, wie komme ich hier wieder raus? Aber irgendwie, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Quidditch-Feld einfach komplett frei von Secrets ist. Das passt doch nicht. Jetzt sind wir hier gerade im Ravenclaw-Block. Da geht es zu den Slytherins. Und hier ist wieder Gryffindor, ja. Nee, wir müssen jetzt ja einmal im Kreis laufen. Ich habe gar keine andere Wahl. Und dann gucken wir einfach mal. Aber ich glaube, da kommt jetzt ein Ausgang, wenn ich die Karte richtig sehe. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Ja, dann habe ich jetzt... noch keine Handbuchseite gefunden, ne? Sus. Sehr, sehr, sehr sus. Aber... nee. Da scheint erstmal nichts zu sein. In Ordnung. Ich akzeptiere. So, und ich glaube, jetzt wollen sie auch, dass ich... Die Karte schickt mich irgendwie darüber. Ich glaube, die wollen, dass ich hier dem offiziellen Weg folge. Aber der Weg zeigt doch hier lang, oder? Wo führt mich der Weg hin? Achso, ich glaube, der Weg will mich einfach auf dem offiziellen Weg behalten. Ich glaube, unser Navi mag es nicht so, wenn wir querfeld einlaufen. Aber das ist okay. Ist das hier... Nee, Hagrid gibt es ja gar nicht. Aber ist das theoretisch Hagrids Hütte? Ich meine, es ist in den Ländereien, aber ich meine, nee, es sind mehrere Hütten. Das ist, glaube ich, nicht Hagrids Zuhause. Aber wir sind ja auch, wie gesagt, 100 Jahre vor der Zeit von Harry Potter. Und ich glaube, so eine kleine Hütte von Hagrid, die kann man recht schnell mal errichten, ne?
Das ist, glaube ich, ja einfach nur eine kleine Farm oder... Hier werden, glaube ich, auch Tierwesen gehalten. Ja, irgendwie einfach so eine kleine... Ja, doch, ich glaube, Farm. Ich vermute, Farm ist hier der beste Begriff. Aber so schön. Es ist so, so, so schön, Freunde. Und wichtig ist auch, dass jetzt noch Zutaten mit... nicht runterfallen. Junge Dame. Mal kurz ins Kühle nass abgestürzt. Runterfallen wäre... Junge Dame. Wollte gerade sagen, runterfallen wäre sehr ärgerlich. Wir machen direkt den nächsten Abflug. So, dann nehmen wir kurz das hier mit. Und das hier mit. Sehr gut. Mondstein kann man immer brauchen. Da ist noch mehr. Also zutatentechnisch sind wir auf jeden Fall gut ausgerüstet. Und ich meine, wenn wir jetzt schon hier zutatentechnisch Sachen sammeln können und wir vor allem jetzt auch Zugriff auf Kräuterkunde sowie Zaubertränke haben, glaube ich schon, dass es sinnvoll sein kann, wenn wir hier so ein bisschen darauf achten, dass wir hier genügend Stuff mitnehmen. Auch der Soundtrack, der gerade spielt, ne? Ganz leise und dezent im Hintergrund, aber trotzdem sehr, sehr schön und stimmungsvoll. Gefällt mir sehr gut. Zwei Eulenstatuen überwachen uns. Und da vorne ist irgendwie so eine Art Wetterballon oder sowas. Habe ich das richtig gesehen? Oh, ist das eine fast schon melancholische Musik. Damn. Oh, und ich hätte auch hier rauslaufen können, sehe ich gerade. Na hier, das ist die Brücke. Wenn ich einfach der Brücke gefolgt wäre. Hier haben wir den Part begonnen, ne? Da drin haben wir den Part begonnen heute. Auf der Brücke. Dann hätte ich einen deutlich kürzeren Weg gehabt. Aber es ist okay, Freunde, wir haben viel entdeckt. Was sind diese Ballons? Vielleicht haben die was mit dem, damit zu tun, wenn man mit dem Besen fliegt. Vielleicht kann man die irgendwie so kaputt machen oder so. Vielleicht sind das sammelbare Gegenstände oder fliegende Grenzen, wo ich hin darf und wo ich nicht hin darf. Oh, aber guckt mal. Hier ist was auf der Karte eingetragen, Freunde. Irgendwie eine Quest oder so? Hallo? Da ist eine Truhe mit ein bisschen Gold. Tasche. Habe ich auch noch mal ein bisschen Gold. Aber sonst? Ist hier gar nichts mehr? Warum ist hier... Was heißt das? Wenn hier so eine... Ah, hier! Wenn hier eine Handbuchseite ist. Let's go! Hausmeisterwerkzeuge. Ein Satz Werkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen. Wow. Okay, und schaut mal, wir haben die eine weitere Handbuchquest geschafft. Zählt das sogar zu Hogwarts? Ich weiß es gar nicht. Oh, die Karte ist jetzt nochmal größer geworden. Damn. Kann ich da zoomen? Ja, hier. Schau mal, da ist auch ein Schatzgewölbe. Das müssen wir auch angucken. Ah, es gibt so viel zu tun. Es ist schlimm. So, Herausforderungen. Genau, Handbuchseiten. Da haben wir jetzt genügend für den... hier. Für die, für das Hogwarts-Ensemble. Aber es ist nur optisch, ne? Und 50 Stück dann noch für das Gewand. Dann haben wir einmal die komplette Hogwarts-Ausrüstung, auch wenn ich die echt nicht schick finde. Also, die Zaubererwelt hat sehr schöne Kleidung. Aber auch wirklich sehr weirde. So, aber da unten ist dieses Schatzgewölbe, ne? Das interessiert mich jetzt schon. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja. Aber wir passen ja auf. Oh, was war das für ein Sound? Ah, da hat mich ein Monster entdeckt. Oh, welches Level ist das? Ah, das ist aber unser Level. Freunde. Oh, ich kann das auch gar nicht rausziehen. So, der steckt da einfach fest. Ich könnte mit alter Magie einfach lead, ne? Aber ich habe jetzt kein Interesse daran. Warte mal, ich kann den hochheben. Kann ich den hochheben? Nee. Ich glaube, der steckt da einfach fest. Der Wollgras-Sumpfkratler. So. Das war's mit dir. Hat uns sogar ein bisschen Erfahrungspunkte gebracht. Blutegelsaft. Auch spannend. So, und was ist hier los? Und ich glaube, das hier brauche ich für Mega-Power-Trank. Oh, Klumpensaft, ja. Das brauche ich für den Mega-Power-Trank. Richtig gut. So, und hier muss ich wahrscheinlich... Dich? Nee, kann ich dich schieben? Oder ziehen? Nee, und ich kann das nicht öffnen. Laber nicht! Ah, nee, aber warte, da sind auch Flammen drauf. Muss ich da vielleicht Incendio drauf wirken?
Vermutlich, oder? Sollen wir mal machen? Incendio! Hallo! Und was auch immer hier drin auf uns wartet, Freunde. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Und noch ein großes Dankeschön an JT9PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.